Das ist ein toller Tag für Bremen, weil die Alexander von Humboldt großes Identifikationsmerkmal ist. Weltweit bekannter Segler aus der Becks-Werbung und deswegen natürlich Schlachte 1A auch eine 1A-Lage für die Alexander von Humboldt in Bremen ist. Der Tourismus in Bremen wächst von Jahr zu Jahr und deswegen ist es natürlich wichtig, zu den starken Marken, die wir in Bremen haben, mit Rathaus, Roland, Bremer Stadtmusikanten, eben mit der Alexander von Humboldt an der Schlachte auch noch ein klares maritimes Symbol hinzuzufügen. Und das ist eine Einladung an viele Menschen, weiter nach Bremen zu kommen und Freunde, Bekannte, noch mehr Menschen mitzubringen. Ja, das Schiff ist toll, es ist toll hergemacht, es ist gastronomisch anspruchsvoll und es ist eben eine Einladung an viele Menschen, auf dem Schiff, aber auch vor dem Schiff dann auf dem Ponton zu sitzen und die Lage an der Schlachte genießen zu können. Na, Bremen ist eine maritime Stadt. Das Land Bremen lebt von der maritimen Wirtschaft mit dem Hafen in Bremerhaven für Container, Autoumschlag, aber auch die Offshore-Windindustrie. Wir haben einfach maritime Geschichte in uns und deswegen ist es wichtig, diese maritime Geschichte auch zu pflegen. Und das gelingt mit der Alexander von Humboldt ausgesprochen gut. Das